Hey Leute, Neo Strix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Redstone für Anfänger. Heute schauen wir uns den absoluten Grundbaustoff jedes Redstoners an, und zwar Redstone Staub selbst. Ich würde sagen, fangen wir sofort an und damit viel Spaß beim Video. Das Wichtigste zuerst, wo findet man Redstone überhaupt? Redstone ist bekannterweise ein Erz und das finden wir überall im Untergrund, zum Beispiel wie hier in Höhlen oder auch wenn wir Strip Mining betreiben und zum Beispiel auf der Suche nach Diamanten sind. Dann können wir das einfach abbauen mit einer Spitzhacke. Man braucht mindestens eine Eisenspitzhacke, um es abbauen zu können. Pro Erz kriegt man so 4 bis 5 Redstone Staub und das natürlich ohne die Verzauberung Fortune. Alternativ, wenn man die Redstone-Erze mit Silk Touch abbaut, kann man sie natürlich auch in einem Schmelzofen oder in einem normalen Ofen schmelzen. Und da kommt es natürlich nicht drauf an, welches Erz ihr wo reinschmeißt, sondern ihr könnt alle Erze in beiden Öfen durchbrutzeln. Ich würde allerdings empfehlen, dass ihr das Ganze mit Silk Touch abbaut und dann, wenn ihr wieder an der Oberfläche seid, das Ganze nochmal zu einem großen Turm aufbaut und dann euch mit Fortune runtergrabt. So bekommt ihr am meisten Redstone-Staub aus euren Erzen raus. Dann mal zur Frage, was man mit Redstone so machen kann. Ihr kennt Redstone alle wahrscheinlich aus solchen Dingern hier, und zwar großen Redstone-Schaltungen. Natürlich gibt es auch kleinere Redstone-Schaltungen, und mit Redstone-Schaltungen, seht ihr schon, kann man einiges anstellen, zum Beispiel Türen bauen, aber auch viel mehr. Dazu kommen wir noch im späteren Verlauf dieser Serie. Nebenbei, Redstone kann allerdings auch beim Brauen von Tränken benutzt werden, hier im Braustand. Und zwar hat Redstone den folgenden Effekt: Es verlängert die Effektdauer, die ein Trank geben kann. Dann schauen wir uns jetzt mal die verschiedenen Formen von Redstone-Staub an. Wir haben gesehen, das Ganze ist erstmal ein Item, aber wir können es auch platzieren wie ein Block. Nicht ganz wie ein Block, sondern eher gesagt können wir es auf Blöcke legen. Und hier haben wir schon die erste Variante von Redstone. Und zwar sagen wir mal, das ist die Vier-Wege-Ausrichtung oder auch die Kreuzung, so kann man es nennen. Das Redstone hat hier so einen großen Punkt in der Mitte und das würde, wenn hier was noch dranhängen würde, vier Leitungen miteinander kombinieren, sodass die hier alle gepowert werden können. Dazu kommt noch, wenn wir jetzt hier mal Blöcke an diese vier Endstücke dran setzen, sage ich mal, dass dann auch hier Strom ankommt, beziehungsweise die Redstone Power. Man kann dieses, ja, vier Wege Redstone, diese Kreuzung auch rechtsklicken und dann seht ihr, verschwinden diese Abzweigungen und keiner der Blöcke hier ist mehr gepowert. Anders, wenn wir es nochmal rechtsklicken, dann hat es wieder hier die Auswirkung, dass alles, was hier dran angrenzt, gepowert wird. Und wir haben auch jetzt schon gerade gesehen, je nachdem, wo Redstone dran gesetzt wird, an einen anderen Redstone-Staub, verändert es sich. Und zwar haben wir auch die zweite Form, und zwar zu einer einfachen Linie, eine einfache Leitung, die dann einfach hier in eine Richtung gehen kann. Dann gibt es natürlich auch die Ecke hier, wenn man eine Abzweigung hat. Und genauso gut gibt es dann hier auch so ein T-Symbol. Wir haben zum Beispiel hier einmal einen Eingang und der wird hier in zwei Richtungen weitergeleitet. Natürlich geht das auch von hier aus oder von hier aus. Schauen wir uns jetzt mal an, wie man Redstone nutzen kann, beziehungsweise wie das Ganze richtig funktioniert. Wir haben jetzt hier schon diese Leitung kennengelernt und die verschiedenen Abzweigungen. Man kann hier einfach irgendwelche Leitungen bauen, die immer überall hinführen und so weiter und so fort. Aber das ist noch nicht alles. Redstone kann natürlich noch mehr, außer auf den Boden gelegt zu werden, denn man kann es auch aktivieren, zum Beispiel mit einer Redstone-Fackel. Wenn wir die mal hier dran setzen, sehen wir jetzt, dass das Redstone hell leuchtet und solche Partikel abgibt. Und daran sehen wir, dass das Redstone jetzt aktiviert ist. Das ist aber noch nicht jede Möglichkeit, um Redstone zu aktivieren. Wir können zum Beispiel auch einen Knopf nehmen, wenn wir da einmal drauf drücken, wird das Redstone aktiviert und wieder deaktiviert. Aber dazu kommen wir dann noch, je nachdem, wann wir welchen Block besprechen. Es gibt auch Schalter, womit wir Redstone ein- und ausschalten können. Oder einen Redstone-Block, der, wenn man ihn an eine Redstone-Leitung dran setzt, das Ganze auch mit Strom versorgt. Es gibt aber noch viele weitere Möglichkeiten, Redstone zu aktivieren. Die werde ich jetzt nicht alle durchgehen, damit ihr auch noch ein bisschen was zu erkunden habt.
Als nächstes kommen wir jetzt mal zu den Eigenschaften, die Redstone hat, wenn es gepowert ist. Wir nehmen jetzt zum Beispiel einfach mal eine Redstone-Fackel und setzen die hier an den Block. Ihr seht, das Redstone, was hier dran angrenzt, kriegt direkt Strom und leuchtet. Und wir gehen jetzt einfach mal nach hier hinten und wir sehen, dass Redstone, also das sollte direkt auffallen, das Redstone wird irgendwie immer dunkler, je weiter wir weg von der Redstone-Fackel sind, bis hier hinten. Hier kommen keine Partikel mehr raus und das Redstone ist dunkel. Wenn wir jetzt hier überall mal Lampen an das ganze Zeug hier dran setzen, an den Nebenblock hier einfach, dann sehen wir, die leuchten alle, zumindest bis hier hinten. Denn Redstone verliert pro Block einen Power Level. Und jetzt kommen wir zu einem kleinen wichtigen Ding, und zwar dem Power Level. Wir können, wie wir alle wissen, in der Java-Version mit F3 so ein riesiges Debug-Menü öffnen. Und ich werde das Ganze mal vergrößern. Ihr seht rechts unten einmal den Targeted Block, den Block, auf den wir zielen, mit, wie ihr sehen könnt, diesem Mittelpunkt. Das ist einfach das Fadenkreuz, was sich im Debug-Menü zu so einem kleinen Koordinatensystem ändert. Und ihr seht, wir schauen gerade Redstone Wire heißt das an. Und wir sehen einmal die Connections nach Osten, keine, nach Norden ist es an der Seite irgendwie verbunden, je nachdem. Die Himmelsrichtungen sind einfach nur für die Connections da, das interessiert uns gerade nicht. Wir interessieren uns nur für Power. Ihr seht, wir haben hier bei dem ersten Redstone Dust ein Power Level von 15. Die Fackel hat kein Power Level, dafür sehen wir, die ist lit, also true, und die meisten Redstone Outputs geben ein Level von 15 aus. Das ist nicht bei allen so. Auf jeden Fall zurück zum Power Level, hier haben wir 15. Wenn wir jetzt zum nächsten Redstone Staub gehen, sehen wir 14 und beim nächsten 13, 12, 11 und so weiter. Und wenn wir hier jetzt mal so lang gehen, dann sehen wir hier hinten schließlich 1. Und wenn wir dann noch einen weiter nach links gehen, ist hier 0. Denn, ich habe gerade gesagt, mit jedem Block, das Redstone weiterläuft, wird das Ganze ein Power Level abnehmen. Und wenn das Ganze über 15 Blöcke lang ist, also wenn die Redstone-Leitung über 15 Blöcke lang ist, dann ist nach 15 Blöcken einfach Schluss. Da ist dann nämlich aus, Power 0. Wie man das ändern kann, schauen wir uns in einem anderen Video an. Wichtig ist allerdings, dass ihr versteht, dass es diese Begrenzung gibt. Bis jetzt haben wir schon sehr viel über Redstone erfahren, aber Redstone kann nicht nur waagerecht verlegt werden, das ist jetzt der nächste Punkt, denn es kann auch aufwärts hier über Blöcke nach oben verlegt werden, dann seht ihr, heftet sich das so an die Seite an und connectet sich mit dem Redstone hier oben und das geht eben auch noch weiter nach oben, wie ihr sehen könnt, so eine kleine Treppe, was allerdings beachtet werden muss, Redstone kann nur einen Block nach oben laufen, bei zwei Blöcken können wir nichts an die Seite setzen oder so, das connectet sich dann nicht mit dem hier oben. Genau das gleiche bei 3 ist es auch nicht möglich, dass sich das connectet. Ein Block pro Schritt nach oben ist das Maximum. Gilt natürlich auch, wenn wir es andersrum betrachten, Redstone kann man auch von oben nach unten verlegen und da ist eben auch ein Block pro Schritt das Maximum. Und wir können Redstone nicht nur hier über solche normalen Blöcke wie zum Beispiel Sandstein laufen lassen, sondern zum Beispiel auch über Glas. Da heftet sich das Redstone auch an und auch bei Slabs geht es auch. Wenn wir jetzt eine halbe Slab auf Blockunterseite setzen, da können wir kein Redstone drauf platzieren, aber wenn die Slab auf der Blockoberhälfte platziert ist, dann können wir da Redstone drauf platzieren. Dann können wir da auch Redstone drauf setzen, aber da gibt es auch einen kleinen Zusatz, den wir uns gleich noch genauer anschauen. Wichtig ist jetzt erstmal, dass ihr wisst, Redstone kann man von oben nach unten verlegen, so diagonal, sage ich mal, senkrecht nicht. Wenn wir hier mal Strom an die Redstone-Leitung geben, dann wissen wir ja, Redstone läuft hier einfach mal lang und bis hier oben auch, Trepp auf, Trepp runter. Wenn wir hier Redstone hinsetzen, das läuft auch runter, natürlich. Und wenn wir jetzt einfach mal hier einen Block hinsetzen, dann sehen wir erstmal, hier kommt kein Signal durch. Wenn wir jetzt mal eine Redstone-Lampe nehmen und die hier neben setzen, dann sehen wir, leuchtet die. Denn Redstone hat einen interessanten Effekt. Wenn es hier straight up in diesen Block reinläuft, dann ist dieser Block hier auch gepowert. Und da dieser Block dann auch mit Redstone gepowert ist, kann
kann dieser Block, wenn man ihn an einen Redstone-Block platziert, dafür sorgen, dass dieser gepowert wird. Gilt für Lampen, gilt für Kolben, aber das gilt natürlich für alle Redstone-Blöcke, nicht nur für die, die ich jetzt gerade gezeigt habe. Wichtig ist aber, dass wenn man hier jetzt einen Block reinsetzt in die Leitung, um dann zum Beispiel hier eine Lampe zum Leuchten zu bringen, dann ist die Leitung hier zu Ende und der gepowerte Block ist hier Endstück. Wenn da hinten die Leitung noch weitergeht, ist da kein Strom drauf. Und jetzt kommt der interessante Effekt von zum Beispiel Glas, generell transparenten Blöcken. Die können, wenn wir die jetzt mal hier hinsetzen, solide Blöcke, wie zum Beispiel Sandstein, würden gepowert werden und somit auch die Redstone-Lampe hier mit Strom versorgen, dass sie leuchtet. Bei Glas sehen wir, passiert das nicht, denn Glas ist ein transparenter Block und kann nicht leiten. Genauso auch bei Slabs. Wenn wir jetzt hier zwei Slabs übereinander setzen, wird es ja zum Block, der ist leitend, eine einzelne Slab nicht. Weitere transparente Blöcke sind zum Beispiel auch eine Truhe, die kann auch nichts leiten. Oder ein Komposter ist auch nicht in der Lage zu leiten. Was man auch beachten muss, man kann hier Redstone natürlich auf den Block auch legen, dann ist der Block gepowert und zum anderen kann man dann hier eine Leitung weiterlaufen lassen. Und jetzt kommen wir nochmal darauf zurück, wie Redstone hier von oben nach unten verläuft. Wir bauen jetzt auch mal hier so eine Treppe mit Glas. Wir wissen ja jetzt, Glas ist ein transparenter Block. Wenn wir jetzt mal hier eine Leitung hin platzieren, dann sehen wir, nach oben läuft Redstone. Wenn wir jetzt mal hier die Fackel wegnehmen und hierhin platzieren, dann sehen wir, von oben nach unten läuft Redstone über eine Glastreppe nicht. Denn hier haben wir jetzt einen interessanten Effekt, der zumindest für die Java-Version gilt. Bei der Bedrock-Version weiß ich es nicht. Hier ist zwar diese Textur, dass wir hier eine Verbindung haben mit dem Redstone hier oben, aber scheinbar funktioniert das Ganze etwas anders, wie Redstone von oben nach unten gepowert wird über einen Block. Wir können mal eben hier diese Verbindung auflösen, denn ihr seht, wenn wir hier bei einer Treppe das Ganze einmal unterbrechen, dann haben wir hier einen Block und hier ist die Verbindung weg. Wir entfernen mal eben hier unten die Fackel, damit es hier nicht zu Missverständnissen kommt. Wenn hier diese Verbindung weg ist, gibt auch hier kein Strom aus. Allerdings, wenn wir jetzt mal den Block entfernen, geht der Strom hier wieder nach unten. Bei Glas ist es aber so, auch wenn wir hier das Ganze unterbrechen, über Glastreppen kann Redstone nur nach oben laufen, aber nicht nach unten. Der nächste Sonderfall, Slabs oder Stufen. Strom kann nach oben gehen und bei Glas kann es ja nicht nach unten, aber bei Slabs auch nicht. Wir haben hier bei Slabs einen ähnlichen Effekt wie bei Glas. Das heißt, wir merken uns einmal, Slabs und Glas können nur benutzt werden, um Redstone nach oben zu leiten. Wir haben ja eben auch gesehen, wenn ich hier einen vollwertigen Block drüber setze, dann wird das Signal unterbrochen. Das ist auch ziemlich wichtig. Bei vielen Schaltungen, wenn man das im Boden versteckt oder einfach Boden über Redstone drüber legt, dann muss man aufpassen, damit einem das nicht passiert. Jetzt kommt allerdings das Interessante, wenn wir Glas benutzen und das hier drüber setzen, da das Glas transparent ist, trennt das diese Redstone-Verbindung nicht ab. Aber es gibt noch viele weitere interessante Eigenschaften von Redstone. Glas und Slabs sind eine Sache, da verhält sich Redstone manchmal ein bisschen komisch, aber auch bei Kolben haben wir einen interessanten Effekt. Wir wissen jetzt, dass Redstone in der Lage ist, hier Blöcke zu powern und benachbarte Redstone-Blöcke zu powern. Ihr seht, die Kolben fahren sich aus. Es gibt aber auch noch einen weiteren Fall, und zwar, wenn wir jetzt einmal einen Kolben hier drunter setzen, ihr seht, der ist ausgefahren, und wenn wir jetzt den Block hier entfernen darüber, den Kolben, dann bleibt er ausgefahren und das ist ziemlich komisch. Wir entfernen jetzt mal eben die beiden Kolben nochmal und ich setze hier nochmal einen hin, hier auch nochmal und ihr seht, irgendwie ohne direkte Verbindung mit einem Luftblock zwischen dem bepowerten Block und dem Kolben werden die trotzdem bepowert. Das ist ziemlich interessant, fragt mich nicht, warum das so ist. Es ist schon ziemlich lange drin, dieses Feature, einige würden es auch eher als Bug bezeichnen. Das Interessanteste ist das noch nicht mal. Wenn wir jetzt das Energiesignal wegnehmen, dann seht ihr, bleiben die Kolben ausgefahren. Man würde ja eigentlich denken, sobald der Strom weg ist, geht alles aus. Das heißt, Kolben sollten eingefahren werden. Aber das passiert nicht, sondern erst, wenn wir hier jetzt irgendwie einen Block daneben setzen und der Kolben dann irgendwie merkt so, yo, ich habe ja gar keinen Strom mehr und muss mich einfahren. Das nennt man Block-Update. Auf jeden Fall,
wenn ich hier jetzt einen Block dran setze an den Kolben, dann checkt er irgendwie, oh, der Strom ist weg und fährt sich ein. Das Interessante kommt jetzt aber. Man muss das ja irgendwie beheben können. Und wir kennen die Eigenschaften von Slabs und von Glas. Das sind, wie wir wissen, transparente Blöcke. Und wenn wir jetzt diese transparenten Blöcke mal nutzen und hier über die Kolben drüber setzen, dann dürften die ja nicht bepowert sein. Wir geben einmal Saft auf die Leitung und ihr seht, diese beiden Kolben bleiben eingefahren, sogar auch er hier. Und wenn wir jetzt mal hier einen Block nebensetzen und wieder so ein Block-Update auslösen, dann wird der, warum auch immer, ausgefahren. Bei diesen Kolben hier passiert das nicht. Das heißt, wenn ihr mal irgendwann eine Schaltung baut und so eine ähnliche Struktur habt, aber nicht wollt, dass der Kolben von hier oben gesteuert wird, sondern irgendwie von hier hinten und das trotzdem passiert, dann einfach dran denken, transparente Blöcke sind hier euer Freund. Der nächste Punkt, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum hat der Kollege einen Wassereimer in der Hand? Wenn wir Redstone mal mit dem Strom, den wir so zu Hause in der Steckdose haben, vergleichen, dann wissen wir, im echten Leben ist Wasser und Elektrizität nicht so eine gute Kombination. Genau das gleiche gilt auch hier in Minecraft für Redstone und Wasser. Wenn wir hier Wasser hinsetzen, dann werden einfach alle Redstone-Blöcke, die davon berührt werden, weggespült. Das heißt, haltet Wasser am besten von euren Schaltungen so weit fern, wie es geht. Was allerdings wichtig ist, Regen ist nicht schlimm, aber Wassereimer bzw. Wasserquellen und fließendes Wasser. Und ihr könnt euch denken, Lava ist auch eine Flüssigkeit und auch nicht so geil für Redstone, aber Lava ist generell für viele Blöcke nicht so geil, aber der wichtigste Punkt ist, generell Flüssigkeiten und Redstone vertragen sich nicht so gut. Ja Leute, hier links blende ich euch jetzt die gesamte Playlist zu Redstone für Anfänger ein. Schaut da unbedingt mal rein, wenn ihr mehr wissen wollt über Redstone, wie jede einzelne Komponente funktioniert, unbedingt draufklicken. Ich bedanke mich damit jetzt herzlich fürs aufmerksame Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns damit hoffentlich im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao Leute.